Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Immer noch ein bisschen krank, heiser und so, aber Stimme ist wieder fast da. Ich komme mal näher ran. Ja, ihr könnt jetzt gerade sehen, oben bei euch im Bildschirm, ich bin in Top-Auflösung am Stissel und ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt auch besser ist, denn ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich ein neues Mikrofon kaufe. Ja. Ich habe mir gedacht, ich kaufe gleich eine komplette Spiegelreflexkamera und so habe ich ein besseres Bild und ich hoffe auch einen besseren Ton. Also ich bete darum, dass ihr bitte doch mal das in die Kommentare schreibt, ob sich da jetzt was verändert hat. Wenn nicht, dann muss ich mir noch einen anderen Weg finden und hier irgendwie Mikrofon noch hier so anmachen mit so einem Popfilter und dann check the flow, yo. Dann muss ich da so ein bisschen reinrappen. So, wir haben hier ein schönes, nettes Video und zwar mein erstes Tattoo, ASMR. Ja, wir haben hier wieder ein bisschen im Flüster, in der Flüsterversion quasi, wie man sich hier vorstellt. Das Video ist schon uralt, ich weiß nicht mehr, wie der Channel heißt. Wir checken, gucken uns das einfach an. Ich habe jetzt mir gedacht, so, wieso muss ich denn immer auf was Neues reagieren? Weil ich warte die ganze Zeit, bis jemand was Neues rausballert. Aber wir haben jetzt so kurz diese Winterzeit. Da machen die meisten das komischerweise nicht. Ist ganz merkwürdig. Irgendwie, wenn sobald die Sonne rauskommt, sind die Leute alle der Meinung, sie müssten sich tätowieren lassen. Ganz komisch. Was ja nicht schlimm ist. Also, ne? Das heißt jetzt nicht, dass du es nicht tun sollst. Ich finde es im Sommer tatsächlich irgendwie geiler und angenehmer als im Winter. Weil im Winter habe ich dann immer hier so Gänsehaut und dann schmerzt es irgendwie mehr. Ja, so, gucken wir uns das mal an. Nicht wundern, er flüstert das Ganze wieder. Wir hatten es ja schon vor kurzer Zeit, was dann gelöscht, gesperrt, wie auch immer wurde. An dieser Stelle Hashtag Bitch. Jo, starten wir es mal. Ich gehe mit meinem Bruder ins Tattoo-Studio. Und wie ihr seht, mir fällt gerade auf, die Kamera steht hier oben. Ich hoffe, dass man den Ton halbwegs jetzt mitbekommt, was er quatscht. Weil nicht, dass ich jetzt umgedreht habe, dass die Tonspur quasi von dem Video leiser ist und ich so mit der Kamera quatsche und lauter ist. Ja, gut. So. Also der nette Herr ist auf dem Weg zum Tattoo-Studio. Oh, hier können wir schon mal sehen. Alter, das sieht aber... Alter, weißt du, wisst ihr, wie das aussieht? Als würden die gerade in so ein Spielcasino reingehen. Was? Tätowierräume? Okay, gut, alles klar. Sieht ganz komisch aus hier. Separate. War da mal so ein Rapper oder sowas. Ja, von außen muss ich sagen, wirkt das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr oldschool-mäßig. Also relativ alt, finde ich. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Ich sehe auch an der Tür hier irgendwas flammen. Die Auflösung ist echt schrecklich von dem Video, aber gut. Ich will ja nicht meckern, bei mir ist es nicht anders gewesen. So, machen wir weiter. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie so Novoline am Spielautomaten-Dings, Casino. Ja, ach, da ist der nette Herr, das ein bisschen vorgesprüht und flüstert dabei. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir können im Hintergrund sehen, ich glaube, irgendein Desinfektionsmittel oder es ist eine leere Flasche vom Spritzer. Ich glaube, das ist es eher. Wir haben hier Stencil Stuff Kleber stehen. Ist ein gutes Mittel, gar keine Frage. Wir haben hier Frischhaltefolie, wir haben hier Zebra, wir haben alles da. Sieht ganz gut aus, aber warum hat der so einen komischen Schrank hier stehen? Sieht aus, als wäre im Wohnzimmer. Ja, im Hintergrund haben wir einen Ventilator. Hier ist ein Tischlein anscheinend. Oder ist das eine Liege? Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich sehe schon ein Stück von der Maschine. Ihr könnt wieder meiner Maus folgen. Und wenn ich mir so ein bisschen die Maschine angucke, ist das eine Spülmaschine. So. Okay, Tattoo hat 1,5 Stunden gedauert. Das ist eine krasse Zeit. Guck mal, wie groß das Tattoo ist. Gibt gleich meinen ersten Stich. Oh, werden wir gleich sehen. Ich muss sagen, die Schmerzen waren nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte mir, okay. Okay, wir haben Diamanten dabei. Der würde bei mir alleine schon fast 1 Stunde dauern. Was jetzt nicht, also da müsst ihr euch auch immer sicher sein, Schnelligkeit ist kein Zeichen von Qualität. Wenn ich mir angucke, da sind Karten, glaube ich, drauf gewesen, Würfel, Diamant, das sind 1,5 Stunden, sage ich euch ganz ehrlich, kann nur Scheiße bei rauskommen. Okay, das ist noch schlimmer, aber nein. So, Vaseline klebt da auch schon mal dran, verstehe nicht immer, wenn die Leute mal Stencil-Stuff benutzen und da so modern sind, ja, und sowas aus dem Shop bestellen, wieso sie denn immer Vaseline zum Verstreichen benutzen, um in der Haut einzudringen, ja, das verstehe ich immer nicht. Da gibt es so viele schöne Sachen. Ich hoffe, dass man das richtig hört. Ich glaube nicht.
Ist aber auch in diesem Fall nicht so schlimm, er flüstert ja eh. Ja, es geht ja darum, was ich sage. Wir sehen ja Bilder. Okay, der Typ malt seine Skizze, sein Stencil, sein Aufdruck auf der Haut, malt er auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach. Scheint für ihn nicht so ganz sichtbar zu sein, wie ich gerade sehe. Oder malt er was extra auf? Wie ihr Nee. seht, habe ich mein Motiv. Ah, der hat, ich glaube, der hat. Alter, auf dem Einwürfel sind einfach 7 Punkte. Hä? Oder er macht da nur einen draus. Ich glaube, er macht da nur einen draus. Gut, er hat die Würfeln, Punkte sozusagen geändert, alles klar. Aber hoffentlich hat er auch die richtig verwendet, weil, ne? Gucken wir weiter. So, er arbeitet auf jeden Fall schon mal mit einer Spulmaschine. Nicht schlecht, damit habe ich auch angefangen, gar keine Frage, aber ist nichts eingepackt, ne, wie ihr sehen könnt. Jetzt die Frage, ob er das Griffstück auch wirklich mit zum Ultraschallgerät, ich sag jetzt mal, belasern lassen hat dazu, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau heißt, weil ich arbeite mit dem Gerät auch nicht mehr. Ist mir alles nichts. Ich arbeite nur mit Einwegsachen, ist mir alles lieber, weil da bist du immer auf der sicheren Seite. Ja? Ist auch immer so ein Ding fürs Gesundheitsamt. Falls er da draußen mal einen Shop aufmacht, die wollen dann immer so alte Sachen noch sehen. Die haben gar keine Ahnung schon von der neuen Technik. Wenn du denen sagst, ist alles nur noch Einweg, dann sagen die, was? Wie, alles nur noch Einweg? Benutzen Sie nicht dieselbe Nadel? Nee, löten Sie die Nadel nicht? Die haben alle gar keine Ahnung. Da muss auf jeden Fall viel passieren. Ich glaube, da passiert doch gerade mittlerweile sehr viel. Ich habe irgendwas auf jeden Fall gelesen gehabt. Von dem King. In dem Fall in Deutschland, da kann man ruhig Werbung machen, gar kein Problem. Bernie Engelhardt natürlich. So, er zieht jetzt die Linien vor. Also Passkarte. typischer Vorgang eines Oldschool-Tätowierers, sage ich jetzt mal dazu. Sprich, das Stencil vorziehen, damit die Blaupause nicht verschwindet und dann erst schattieren, mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich fange direkt an schon zu schattieren und ja. Was er macht, finde ich sehr geil. Er tupft. Wenn er die Linie gezogen hat, dann tupft er sie. Also sprich, versucht damit dann die restliche Farbe aufzusaugen. Das ist natürlich ganz geil. Ist mir aufgefallen, das geht mit einer Spulmaschine tausendmal besser. Ja? Die zieht so eine schöne Linie. Mir ist aufgefallen, wenn ich eine Rotary-Maschine habe. Aber ich bin sowieso ein Aufsetzer und kein fliegender Linienzieher. Deswegen ist das immer so eine Sache. Kann ich immer schwer alles beurteilen und sagen. Weil das was anderes quasi ist, also eine andere Technik. Da spritzt nicht so viel daneben. Und da muss er nur tupfen und dann ist die Linie quasi schon safe drin. Das ist total krass. Ach ja, stimmt, die sind ja zu zweit. Ich wollte gerade sagen, wieso sitzt der noch? Wer hat die Kamera genommen? Aber stimmt, die sind ja zu zweit. Okay, ihm tut es auf jeden Fall schon, wie man sehen kann, nach fast 10 Linien anscheinend weh. Ja, er schmerzt anscheinend schon. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ah, aber ich sehe gerade, er hat wenigstens seine Clipcords für die Maschine hat er wenigstens eingepackt, ja, ja, perfekt. So eine Clip-Bags, das ist cool, dass er die da eingepackt hat. Aber die oben die Maschine halt nicht. Sehen aber auch viele immer nicht so als gezwungen, ne, dass man das da oben einpackt. Ja, wie gesagt, jedem das seine. Ich gebe auf der sicheren, ich bin immer auf der sicheren Seite lieber. Sprich, ich packe bei mir tatsächlich echt alles ein.
Meine komplette Tattoo-Maschine sieht dann aus immer wie so ein umgestyltes Gerät, ja, so Transformer-Style. Also sieht gar nicht mehr aus wie eine Tattoo-Maschine, sondern ist komplett eingepackt. Du weißt eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr, was da drunter ist. So, gucken wir weiter. Die hat schön Schmerzen. Okay, dann hat er anscheinend einen Gasttätowierer bekommen. Weil er meinte gerade, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt wirklich verstanden habt, deswegen wiederhole ich es einfach. Er meinte, sein Tätowierer kann kein Deutsch. Also ist er einfach zu einem Gasttätowierer gegangen. Das finde ich mal sehr mutig von Leuten, die zu einem Gasttätowierer gehen, weil letztendlich hast du nicht. Es gibt viele, die gehen halt dahin, lassen sich von einem Gasttätowierer tätowieren und sind der Meinung, ah gut, der kann das und das wird er schon gut ausführen. Die informieren sich halt nicht richtig, ne? Und das ist immer ein richtiger Albtraum. Also ich würde mich an der Stelle dann immer sowas von informieren und am besten dann natürlich dann mit, hast du Instagram, zeig mal deine Bilder und natürlich auch abgeheilte Bilder, ja? Was immer kaum ein Tätowierer hat, abgeheilte Bilder. Das ist das A und O. Das musst du dir angucken als Kunden und dann weißt du, ah gut, okay, der hat was auf dem Kasten. Okay, er ist zufrieden mit seinem Tattoo? Ich bin gespannt. Die sind immer noch bei Linien ziehen. So viel wie aus Oberland wert wie möglich. So wie eigentlich auch immer. Die zwei regulären Uploads Okay, jetzt hat er die Würfel schon mal ausgemalt, wie wir sehen können. Guck mal weiter. Musste er gerade die Maschine umbauen, ne? Damit er halt quasi eine andere Nadel drin hat. Das ist das, was ich meine. Also, wenn du eine Spulmaschine hast, dann brauchst du gleich mehrere eigentlich, damit die alle schon eingespannt sind und fertig sind mit verschiedenen Nadelaufsätzen, beziehungsweise Langnadeln, die drin sind. Und dann kannst du schneller loslegen. Er hat das jetzt gerade, glaube ich, mit einer gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ich war gerade ein bisschen wieder perplex mit diesem. Ich musste immer noch auf die Würfel gucken, weil ich genau wissen wollte, ob wie er das jetzt hier gemacht hat, ob die richtig sind. Weil ich bin der Meinung, die 5 und die 4 sind nicht nebeneinander, ne? Aber ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch keinen Würfel hier. Naja. Vielleicht sollen die aber auch irgendwas aussagen. Weiß ich alles nicht. Wobei er meinte, die Würfel sind gefallen. Das heißt, er weiß noch nicht, was weiter passiert. Also können die ja im Endeffekt von den Punkten her keinen wirklichen Sinn haben, oder? Wenn er jetzt ist, obwohl ja, sonst würde er nicht sagen, er will die anders haben. Geht Gucken wir schon. mal weiter. Macht schon lange Progress. Also ist schwierig. Nimm das weg, was ich gesagt habe. Totaler Blödsinn, du. Okay, wie es aussieht, wollte er auch so ein Oldschool-Ding haben. Ja, okay. Gucken wir mal weiter. Aber auch Oldschool muss gut sein. Belichtung ist natürlich auch wieder nicht so dolle, wa? Also, es ist echt dunkel schon wieder in der. Also, ich kann so nicht arbeiten, sage ich immer wieder. Ach, Farbe kriegt er auch noch, okay.
Die Qualität ist leider nicht so Bombe, weil ich habe schon am Anfang des Videos gesehen, ich musste mir ja ein bisschen vorspulen in diesem Video, weil da passiert halt nichts und ja, da steigt er irgendwie aus dem Bett aus oder so und da habe ich schon gesehen, mit was für einer Kamera der filmt, das ist so ein ganz kleiner Mini-Büffel. Ich glaube, das ist schon fast so eine Action-Cam oder wie man die nennt. Ja, also wenn ich mir das jetzt so angucke, von der Schattierung her ist das ganz schön hart neckig da reingeballert, will ich damit sagen. Die Farbe tut ein bisschen mehr weh, sagt er gerade. Warum kommen Leute immer auf die Idee, dass Farbe mehr weh tut? Das stimmt nicht. Das liegt daran, weil drumherum schon tätowiert wurde und die Wunde quasi schon gereizt ist. Ja? Also die ganze Stelle ist schon gereizt. Und wenn du dann nochmal da reingehst, ist genau das Prinzip mit Weiß. Alle sagen, oh nein, es kommt Weiß. Weiß wird da viel tiefer tätowiert. Das stimmt auch nicht. Das stimmt absolut nicht. Also meiner Meinung nach stimmt das nicht. Du gehst halt bloß wieder in die Hautporen rein, die gerade bereit sind in der Heilphase. Ja? Die wissen, oh fuck, mein Arm, also das, was tätowiert wurde, die Wunde, die will jetzt heilen. Ne? Der Körper sagt gleich sofort, oh, Regenerationsphase, ich muss heilen. Und wenn du dann nochmal dann reingehst mit Weiß, wo es überhaupt schon alles wehtut, dann ist es klar, dass es ein doppelter Schmerz hervorhebt. Ja, also das, ja, habe ich es gerade nochmal erklärt. Gibt aber auch ein extra YouTube-Video bei mir, wo ihr das abchecken könnt. Es ist wirklich ein cooler Kontrast, wenn du ein Bild so aufbaust, dass das nur als Eyecatcher rausguckt, wenn du eine Farbe einsetzt. Das kommt manchmal echt geil. Heiß geworden? Oh ja, also da spricht eine richtige Laie. Die Nadel ist heiß geworden, okay. Ist ja nicht schlimm in dem Fall, bist ja kein Tätowierer, musst du auch eigentlich nicht wissen, aber da liegst du falsch. Heiß fühlt sie sich nur an aus folgendem Grund, weil, habe ich ja gerade schon, eigentlich habe ich schon gerade erklärt, das ist genau dasselbe Prinzip. Du gehst immer wieder auf dieselbe Stelle und dann wird es natürlich ein immer dolleres Brennen und fühlt sich dementsprechend heiß an. Das beste Beispiel ist, über Kunstrasen auszurutschen, sprich beim Fußballspielen, du grätschst und hast so eine Verbrennung. Das ist das beste Beispiel dafür. So fühlt sich das nämlich an, wenn du denn länger quasi tätowiert wirst. Cool würde ich jetzt an der Stelle finden, hätte er die kleinen schwarzen Herzen von der Karte. Die schwarzen Herzen, da habe ich schon gerade gesagt, wenn er die schwarz gemacht hätte, das würde ich irgendwie cooler finden. Und nur in der Mitte das in Rot. Also er sagt es, glaube ich, gerade selber, dass ob das nicht vielleicht nochmal umändert. Habe ich so im Endeffekt noch gar nicht gehabt, ja? Dass ein Kunde sagt, ich will es jetzt denn doch gerne schwarz haben. Kann ich dir, also klar muss das gehen. Weil in Cover-Up funktioniert ja auch, aber inwiefern sich das jetzt da verändert, das Verhältnis, wenn du da nochmal reingehst mit Schwarz, ob das dadurch jetzt irgendwie mehr verläuft, weil da drunter rot ist, das kann ich euch gerade gar nicht beantworten, weil ich das noch nie so hatte. Schade. Aber vielleicht habe ich irgendwann mal wieder was gelernt und komme mit dieser Situation noch, also, ne? Wird es noch passieren. Mir fehlen schon gerade die Worte. Jetzt macht er schon weiß. Okay, gut, das soll also seine Schattierung sein. Wo ist denn der? Was ist denn mit dem Diamanten? Wo ist er schon?
Aber er arbeitet wenigstens schon mal mit Weiß. Viele Oldschool-Tätowierer nehmen einfach kein Weiß. Aber das ist schon mal cool. Oh. Ist natürlich ein geht er weg? Antwort-Video, wo ihr mir Fragen stellen könnt, ob ich sie beantworten werde. Ich glaube, ihr kennt das Prozedere bei anderen YouTubern, muss ich euch nicht erzählen. Aber ja, da werde ich mir auf jeden Fall noch was Schönes überlegen. Ich glaube, ein Ist das ein Balkon, ne? Egal, welches vom Thema. Arbeit mit anderen YouTubern. So, Tattoos anscheinend seiner Meinung nach fertig. Wir gucken jetzt mal. Zeigt er bestimmt. Wir werden sehen, was daraus dann wird. Und ah, da ist der Diamant. Ah, den will ich gerne sehen. Fürs Anschauen. Gleich kommt da können wir sehen. Eine Aufnahme von meinem, von dem Tattoo. Okay. Ich könnt mir ja mal eure Meinung zu dem. Ah, da haben wir eine Frischhaltefolie. Ah, da haben welche gesagt in meinem Video, Mensch, was ich davor rausgekickt habe, wo ich selber tätowiert wurde in Kosovo, wie auch immer. Warum ich denn in Frischhaltefolie eingepackt bin. Ich habe die Beschreibung in das Video gepackt, warum ich das so habe. Werde das hier jetzt auch nochmal beantworten. Ich habe sie zu Hause vergessen. Ja, so ist das manchmal. Also im Hotel vergessen. Das heißt, im Hotel habe ich sie dann drauf gemacht. Ja, Fazit vom Tattoo. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es unplatziert. Weil es so für jede weitere... ich hätte Innenarm gemacht oder außen vom Unterarm? Innen oder außen? Er hat es so Mischmasch, so ne, also beides ein bisschen benutzt. Also sprich, so wie ich es dir gerade zeige, ist jetzt der hier so drauf und nicht hier oder halt komplett hin. So hat er sich ein bisschen was verbaut, wenn da mal was Größeres hinkommt, am Platz und an Fläche. Also das heißt, ich hätte es so nicht gemacht. Ja, von der Ausführung her ist jetzt halt nicht dolle. Also finde ich absolut gar nicht. Ist, da bin ich ehrlich, das finde ich jetzt nicht doll. Wie sehen ein normalen Black and Grey gestochenes Tattoo mit der Karte halt und dem Herzen da in Rot und dann ein Diamant. Den habe ich jetzt nicht ganz gesehen, aber ich glaube, der sah ganz, ganz grauenvoll aus. Ich glaube, der war das Schlimmste von allem. Also die Würfel sind ganz in Ordnung, aber der Rest ist nicht so doll. Also, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Antenne. Haut rein.